Die Formkurve beider Mannschaften, Weißwasser und Kaufbeuren, in den letzten Wochen ja ziemlich weit auseinander. Kaufbeuren nach der Länderspielpause mit 4 Siegen in 7 Partien. Weißwasser schaffte nur 2, aber immerhin gab es einen Neuzugang, der die Offensive ein bisschen unterstützen soll. Eddy Rinke-Leitanz mit dem ersten Spiel für Weißwasser gegen Kaufbeuren, bekam auch gegen die Allgäuer ein paar Einsatzzeiten. Musste auch auf das Eis. Ein bisschen Personal fehlt ja bei den Füchsen gerade im Sturm. Ein kleines Loch da, um 4 Reihen voll zu machen. So, schauen wir auf die Partie. Da kam Kaufbeuren zunächst besser rein. Hatte ein kleines Chancenplus, störte Weißwasser früh. Damit kamen die Füchse nicht so richtig zurecht. Erst nach 11 Minuten die erste Großchance für Weißwasser durch Breitkreuz. Aber wenig später auf der anderen Seite Luke Smith einem Alleingang und dann die Fanghand von Karut zur Stelle. Und damit die Situation entschärft. 1:0 dann aber nach 16 Minuten. Toll gemacht von Jordan George, der den Pass noch spielt auf Farmer und der mit dem ersten Treffer an diesem Abend vor 2200 Zuschauern. 1,5 Minuten später kämpft Jordan George wieder um die Scheibe, spielt wieder. Und diesmal ist es Breitkreuz, der ein bisschen Glück hat beim Abschluss. Scheibe rutscht noch durch dem Torwart Jan Dalgic. Stefan Feiß, der ja viele Spiele für Kaufbeuren schon gemacht hat in den letzten Jahren, ist aktuell verletzt. Deshalb also Dalgic im Moment die Nummer 1. Da sah nicht gut aus. Besser lief es für die Füchse mit dem 2:0 im Rücken. Dann auch zu Beginn des zweiten Abschnitts, allerdings nur ein paar Sekunden. Dann gab es eine Strafe gegen Bojachinov. Ein bisschen fragwürdig, wie es insgesamt an diesem Abend ja einige sehr eigentümliche Entscheidungen der Schiedsrichter gab. Die Strafe dann also ausgesprochen gegen Bojachinov, das zweitbeste Powerplay-Team der Liga. Mit Druck, aber Weißwasser hatte die Sache im Wesentlichen dann doch im Griff. Bojachinov kam dann gerade auf das Eis zurück, als Schmidtle den Anschlusstreffer in der 23. Minute herstellen konnte. 2 Minuten später auf der anderen Seite schön in der Ecke um die Scheibe gekämpft und dann der Pass auf Kuschel. Und dann ist er da. 2. Saisontreffer für den Weißwasseraner. 3:1. Der alte Abstand wurde wieder hergestellt. So, und dann kamen weitere etwas komische Strafen. 28. Minute. Schauen Sie mal, Neuzugang. Eddy Rinke Leitanz dann mit 2+10, weil Check gegen Kopf und Nacken. Ich meine, der ist natürlich groß und fährt von hinten da. Aber ob das wirklich Absicht war, ob das wirklich 2+10 war, vielleicht aus meiner Sicht ein bisschen übertrieben. Aber wir machen mal weiter. 35. Minute vor dem Tor der Füchse ist einiges los. Und Luis, nachdem schon abgepfiffen war, schießt noch. Was macht Keusen? Revanchiert sich für diese Unartigkeit. Kassiert dafür 2 Minuten. Aber anstatt Luis, der nach klar hörbarem Abpfiff noch auf das Füchse-Tor schießt, auch 2 Minuten zu geben wegen grober Unsportlichkeit, verschweigt der Schiedsrichter dies, ignoriert es und die Füchse also in Unterzahl auf dem Eis. Weißwasser machte das aber ganz gut und dann kommen wir zu einer weiteren, mindestens fragwürdigen Szene. Die spielte sich in der letzten Sekunde des zweiten Drittels ab. Murphy wird von hinten von Pfaffengut gecheckt. Pfaffengut kassiert dafür 2 Minuten nur. Ja, man hätte auch durchaus ein bisschen mehr geben können. Zum Glück im letzten Abschnitt dann mit Strafen nicht mehr ganz so viel, zumindest was strittig gewesen wäre. Schauen wir lieber auf das eine Tor in der 44. Minute. Murphy hämmert den Puck unter die Latte. 4:1, das war dann die Entscheidung. Die Luft damit eigentlich raus bei den Kaufbeurern. Andreas Brockmann, der Coach, nahm auch nicht mehr seinen Torwart vom Eis. Der wusste, das wird heute nichts mehr. Die Füchse kompromisslos in der Defensive. Da half natürlich, dass jetzt Joel Keusen wieder da ist. Schon bei der Auswärtsniederlage in Bad Nauheim konnte er mitspielen. Aber heute ganz, ganz wichtig, dass er da mithalf. Karut mit einem eher etwas ruhigen Tag. Und vorne wurden ein paar der guten Möglichkeiten genutzt. Insgesamt eine sehr ordentliche Teamleistung. Und ich denke, das bislang beste Heimspiel in den letzten Wochen für die Lausitzer Füchse, die also nach 3 Niederlagen am Stück mal wieder gewinnen. Und zwar mit 4:1 gegen den Tabellennachbarn aus Kaufbeuren. Musik.